Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Und-Tschüss-Video. Das heißt, ich zeige euch heute Produkte, die ich in den letzten Wochen und Monaten aussortiert habe. Das mache ich ja zum Teil, wenn ich durch meine Sammlung durchgehe, dieses Aussortieren, aber natürlich auch zwischendurch. Also nicht nur speziell für ein Video, sondern einfach, wenn ein Produkt in meiner Schminkbox dran ist und ich merke, es gefällt mir einfach nicht mehr so, dann fliegt es aus der Sammlung raus und es haben sich mittlerweile doch einige Produkte zusammengefunden, die ich einfach nicht mehr haben möchte. Und genau, die zeige ich euch jetzt. Solltet ihr an irgendeinem Produkt Interesse haben, schreibt mir gerne bei Instagram. Bei Instagram sehe ich es als erstes oder eine Mail, wenn ihr kein Instagram habt. Dann würde ich euch die Produkte günstig abtreten, teilweise auch schenken, weil teilweise sind es PR-Samples gewesen. Genau, so ist es. Ich fange einfach von links nach rechts an, ich habe jetzt keine Reihenfolge. Ich habe dieses Lippenprodukt hier, aussortiert von Essence, die Stay Matte Lip Cream. Das ist schon ein ganz altes Produkt, also das werde ich auch nicht weiter verschenken, geben, verkaufen oder sonst irgendwas, weil es ist wirklich schon viele Jahre alt. Es war immer noch gut, aber es ist einfach eine Farbe gewesen, die ich auf meinen Lippen nicht gut fand. Ich fand, sie hat mir nicht so gut gestanden. Das ist so ein Kirschrot, würde ich sagen. Ja, es ist einfach Zeit, sich davon zu trennen. Dann habe ich noch ein Lippenprodukt. Auch da mochte ich die Farbe erstmal nicht an mir leiden und ich fand es auch sehr schwierig im Auftrag. Generell so richtig knallige, rote oder dunkle Lipcreams, Liquid Lipsticks finde ich generell oftmals schwierig im Auftrag, weil sie doch manchmal so ein bisschen unsauber aussehen. Ich bin da auch nicht wirklich der Profi drin, muss ich zugeben. Auf jeden Fall ist es von Lotte London der Glitter Switch Liquid Lipstick in der Farbe Killin' It. Das Besondere bei dem hier, weswegen er auch Glitter Switch heißt, ist, dass er, wenn ihr die Lippen zusammenpresst, das Glitzer herausbringt. Also an sich, wenn ihr den frisch auftragt, ist der erstmal so dunkelrot, wie ihr ihn hier seht. Und je öfter ihr die Lippen zusammenpresst, desto mehr Glitzer kommt auf die Lippen. Genau, das war mal ein PR-Sample. Also wenn den jemand haben möchte, schreibt mir gerne, den würde ich euch schenken. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur, also maximal zweimal verwendet. Ich versuche nochmal bei Lippenprodukten zu bleiben. Ich habe, glaube ich, auch nur noch eins. Und zwar einen klassischen Lippenstift von Maybelline, die Farbe 107 Fairly Bare. Auch das war ein PR-Sample, was ich verschenken würde. Das ist so ein ganz heller rosa Nude-Ton. Der ist mir persönlich einfach zu hell und steht mir nicht. Deswegen sortiere ich ihn aus. Dann als nächstes habe ich zwei Produkte von Pixi aussortiert. Die hatte ich ja auch als PR-Sample zugeschickt bekommen und die haben mir einfach nicht so wirklich zugesagt, dass sie in meiner Sammlung bleiben. Das ist einmal der Endless Shade Stick, also so ein Lidschattenstift in so einer sehr neutralen Farbe. Es ist die Farbe Pink Quartz. Ja, ist mir einfach ein bisschen zu neutral, brauche ich nicht. Und ich habe auch die Lidschattenpalette aussortiert, das ist die Rosette Ray Palette. An sich, ich hatte euch dazu auch ein Video gemacht, ist die Palette qualitativ ganz gut, also da war ich sehr mit zufrieden. Aber ich finde einfach die Farben, also ich trage heute auch ein Augen-Make-up in ähnlichen Farben, was ich auch gerne trage, aber irgendwie ist mir die Palette zu langweilig gewesen. Ich habe sie nicht so gerne benutzt und ich habe, ihr wisst, unheimlich viele Lidschattenpaletten und da einfach unheimlich viele, die ich lieber benutze als die hier. Deswegen würde ich auch die weiter verschenken. Dann noch ein Lidschatten-Trio, bei dem es mir ein bisschen leid tut, das auszusortieren, weil eigentlich finde ich diese süße Palettenumverpackung total toll. Das ist von We Makeup, die Cutie Pie Palette, wobei sie ist individuell zusammenstellbar. Ihr seht hier auch die kleinen Löcher, durch die ihr eben die Pfännchen rausdrücken könnt. Ich hatte die mal als PR-Sample bekommen und hatte die drei Farben drin, die meiner Meinung nach nicht so wirklich zusammenpassen. Also es ist wirklich sehr, sehr extrem rot, das Augen-Make-up damit und ich mag es nicht. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir andere drei Lidschatten von We Makeup
einfach bestelle zum Austauschen, aber wollte ich dann irgendwie doch nicht. Deswegen, falls das jemand schön findet, ansprechend findet, diese Farben, auch das würde ich verschenken. So, dann habe ich mich auch schweren Herzens getrennt von der Catrice Caviar Gouache Lidschattenpalette bzw. dem Lidschatten Quattro. Ich mag eigentlich die Verpackung total gerne. Die hat so einen Samtbezug und ja, so sieht es von innen aus. Die Farben finde ich an sich auch sehr cool. Es ist mal was sehr Dunkles, sehr Grungiges, aber die Qualität ist leider überhaupt nicht gut. Ich kann euch das mal demonstrieren. Die Lidschatten sind einfach sehr, sehr trocken. Und das ist einfach eine Qualität, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, wenn man das so ausdrücken möchte. Also da habe ich keinen Spaß dran, mich damit zu schminken, weil ich müsste die Farben schichten, 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 um für mich ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Ja, kann ich nicht mehr dran festhalten. Dann werde ich auch aussortieren, eine dieser, wie nannten die sich noch? Weiß ich nicht, selbst zusammenstellbaren Paletten von Essence. Diese hier mit diesen Kügelchen ist aus der Live, Love, Celebrate Limited Edition. Und ja, das sind die Farben, die ich mir da reingeklickt hatte. Das sind zwei schimmernde Blushes, ein recht aschiger Bronzer oder Konturton und ein Highlighter, ein relativ softer Highlighter. Ja, auch hier finde ich einfach die Qualität. Also mittlerweile haben sowohl Essence als auch Catrice sehr, sehr aufgeholt, was so die Pigmentierung betrifft, die Textur. Deswegen hatte ich auch mit der hier nicht mehr so wirklich Spaß, obwohl die auf jeden Fall besser ist als die Catrice-Palette eben. Weiterhin von Essence aussortieren werde ich das Matte Touch Blush in der Farbe 30 Rose Me Up. Das finde ich einfach von der Farbe her ein bisschen zu hell. Also man sieht es auf meiner Haut irgendwie kaum. Und es ist jetzt auch nicht so. Es ist jetzt zwar nicht wenig pigmentiert, also es kommt schon gut Farbe ab, aber der Farbton an sich ist halt so hell, dass er, wie gesagt, auf meiner Haut nicht so wirklich sichtbar ist. Deswegen brauche ich es nicht mehr. Dann werde ich aussortieren, aber auch wegschmeißen, weil es auch so ein bisschen eingetrocknet ist. Von P2 aus der Beyond Lagoon LE, einer der Gel-Eyeshadows. Auch die hatte ich mal zugeschickt bekommen. Das ist so ein, ja, so ein lila-blau-Ton. Ließ sich auftragen mit einem Applikator, aber ja, man sieht es ganz gut. Er ist ein bisschen was alt, deswegen funktioniert er nicht mehr gleichmäßig und deswegen kann ich den nicht mehr verwenden. Der kommt weg. Weiterhin aussortieren werde ich diesen Essence Contouring Eye Pencil. Den hatte ich eine Zeit lang für meine Augenbrauen benutzt, also als Contouring Eye Pencil. Ich benutze Lidschattenstifte eher selten und dafür wäre mir der oder wären mir diese Farbtöne auch zu neutral. Deswegen habe ich ihn eine Zeit lang als Augenbrauenstift benutzt, was vom Farbton her auch ganz gut passt, weil es so ein aschiger Ton ist. Aber für die Augenbrauen ist er halt ein bisschen zu cremig. Das mag ich nicht. Deswegen werde ich mich auch davon trennen. War übrigens auch ein PR-Sample, würde ich auch verschenken. Gott, es sind so viele PR-Samples. Aber von sowas trennt man sich leichter, wenn man nicht selber Geld dafür ausgegeben hat. Irgendwie kann man sowas dann leichter weggeben, habe ich das Gefühl. Obwohl ich natürlich mega dankbar bin für alle PR-Samples, die ich erhalte und jemals erhalten habe. Also es soll überhaupt nicht undankbar klingen, ganz im Gegenteil. Ich liebe das und ich freue mich immer sehr, wenn eine Firma auf mich aufmerksam wird. Ich habe auch noch super viele PR-Samples hier hinter mir, ne, die ich nicht aussortiert habe und noch nicht aussortieren werde. Aber es sind halt teilweise Produkte dabei, die man sich nicht selber ausgesucht hat und die vielleicht nicht so gut zu einem passen. So, dann habe ich weiterhin aussortiert, auch das fiel mir so ein bisschen schwer, von Wet n Wild die Walking on Eggshells Lidschattenpalette, dieses Lidschattentrio. Ist auch schon super alt, es war meine allererste Wet n Wild Palette, ich glaube auch mein allererstes Wet n Wild Produkt. Habe ich zu meiner Make-up-Anfangszeit sehr gerne und auch häufig verwendet. Macht so einen ganz, ganz leichten, dezenten, schönen Augenlook, aber mir mittlerweile einfach ein bisschen zu dezent, zu langweilig, deswegen wird es Zeit, sie auszusortieren.
Dann habe ich auch noch diese beiden Trio-Lidschatten hier von MUA Makeup Academy aussortiert. Habe ich auch lange dran festgehalten, weil auch das eine Marke war, die ich eine Zeit lang sehr gerne und sehr häufig benutzt habe. Aber ich habe einfach gemerkt, als die dran gewesen wären, in meine Schminkbox zu kommen, dass ich keine Lust auf die hatte. Und das ist immer das schlechteste Zeichen. Wenn ein Produkt dran ist und ich merke so, oh nee, irgendwie würde ich mir doch lieber ein anderes aussuchen, was will ich dann damit? Aussortieren will ich es. Das sind übrigens die Farben Chocolate Box und Eden. Genau. So, dann habe ich dieses Produkt hier auch aussortiert von Model Co. Das war mal in der Glossy Box, glaube ich, drin. Das Highlighting Trio. Erstmal finde ich super unpraktisch, weil es so klein ist. Also man kann da maximal mit einem Mini-Pinsel rein oder eben mit den Fingern. Und es sind zwar schöne Farben, aber... Also bei einem Highlighter verstehe ich das ja noch, dass es so klein ist und man mit dem Finger das Produkt so ein bisschen auftupfen kann. Aber bei diesen beiden Farben, die ich halt nicht hier auftupfen würde, sondern hier oder da, da finde ich es irgendwie unpraktisch. Ich will es nicht mehr haben. Dann habe ich aussortiert von Love aus der Broken Promises Edition. Die ist auch schon, ich glaube, das war die allererste Love Limited Edition. Der Baked Highlighter. Der, ja, ihr seht es, hat eine für einen Highlighter sehr merkwürdige Farbe. Also das ist so ein gräulich-beiger Ton. Seht ihr hier? Ich weiß nicht so recht, was ich mit dem anfangen soll. Als Highlighter ist er mir zu gräulich. Als Blush eigentlich auch. Also das ist einfach so ein ganz merkwürdiger Farbton, mit dem ich leider nichts mehr anfangen kann. Ich habe noch weitere Highlighter, die ich aussortieren werde. Das sind allesamt Creme-Highlighter. Ich bin auf jeden Fall deutlich mehr ein Puder-Highlighter-Fan als ein Creme-Highlighter-Fan. Wobei ich einige Creme-Highlighter auch ganz gut finde, weil es einfach so für so einen sehr frischen Look oder so einen Sommerlook, wenn man einfach kein Make-up trägt, sondern nur so ein bisschen glow möchte, finde ich das immer ganz schön. Aber ich benutze es einfach zu wenig und finde den Effekt auch einfach zu wenig. Ja, gerade bei dem hier, Alverde Rose Tinted Highlighter, der ist auch schon super alt, den werde ich auch nicht weitergeben, den werde ich aussortieren, also wegschmeißen. Ja, ich kann euch das auch nochmal zeigen, das macht einfach mir zu wenig Effekt. Hier seht ihr den. Also der hat wirklich so einen ganz leichten Glow nur. Und nee, der kommt weg, den mag ich nicht mehr. Von P2 ist es der Pro Beauty Strobing Wonder Highlighter. Den habe ich mal eine Zeit lang ganz gerne verwendet, aber irgendwie macht er mir mittlerweile auch einfach ein bisschen zu wenig. Hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Farbton zu tun, weil der ja auch so ein bisschen bräunlich ist und gar nicht so eine richtige Highlighterfarbe. Also nein, auch der kommt weg. Und von Lavera habe ich noch den Soft Glowing Highlighter. Das war mal einer meiner liebsten Highlighter. Auf jeden Fall mein liebster Creme-Highlighter. Aber ich habe das Gefühl, der ist tatsächlich nicht mehr ganz so gut. Also die Textur fühlt sich so ein bisschen fest geworden an. Bei Creme-Produkten geht sowas natürlich auch schneller. Und der ist so ein bisschen krümelig. Also auch den werde ich wegschmeißen. Ja, der ist zu alt, der ist abgelaufen. So, dann habe ich noch dieses Produkt hier, was eigentlich relativ neu ist von Got2b, das Cheeky Bloom Blush. Das hatte ich mir ja bestellt online und hatte mit einem anderen Farbton gerechnet, weil es online sehr viel moviger aussah als dieser krasse Pinkton hier. Das ist die Farbe Mademoiselle. Also an sich finde ich es ganz gut, dieses Blush. Gibt schön Farbe ab. Aber der Farbton ist mir zu pink. Deswegen werde ich es aussortieren. Hier fällt es mir auch ein bisschen schwer, mich davon zu trennen. Essence Hey Cheeks Blush Bronzer and Highlighter Palette. Die war mal im Standardsortiment. Und ja, die Farben sehen so aus. Was mich hier einfach stört, ist die Fändchengröße. Also bei Face-Paletten finde ich es schon sinnvoller, wenn es quadratische Fändchen sind und wenn es
Oder runde Fännchen und nur vier. Ich finde, es sind zu viele Fännchen, deswegen wurden sie kleiner gemacht. Man kommt, also zum Beispiel mit einem Blushpinsel, man kommt, also Highlighterpinsel ist ja schön schmal, aber wenn ich Bronzer auftrage, nehme ich super gerne zum Beispiel so einen großen Pinsel. Da komme ich halt hier in die Fännchen nicht mit rein. Genauso wie beim Blush. Es gibt natürlich schmalere Blushpinsel, aber ich benutze halt auch gerne etwas größere Pinsel. Und dann habe ich keine Freude daran, die in diese Fännchen reinzudrücken. Ja, deswegen mag ich die nicht mehr haben. Dann habe ich hier noch eine Lidschattenpalette, die ist auch schon ganz alt, von Manhattan aus der Retro Glam Limited Edition, die Vintage Romance Palette. Da habe ich auch immer noch so ein bisschen dran festgehalten, weil ich das Packaging eigentlich ganz cool fand. Die Farben schauen so aus, sehr passend zum Packaging, aber auch hier muss ich sagen, die Qualität ist einfach überholt. Man merkt schon, die Farben sind so ein bisschen trocken, also sie sind immer noch besser als bei der Catrice Palette. Die ist wirklich so ein Totalausfall. Hier seht ihr die Farben, die sind, ja, nein, die sind nicht mehr gut genug pigmentiert. Ich habe einfach viel zu viele Lidschattenpaletten, die viel besser sind. Deswegen will ich die jetzt nicht mehr haben. Ich habe da keine Freude mehr dran. Das vorletzte Produkt kommt auch nochmal von Manhattan und ist das der alte Natural Bronzing, das alte Natural Bronzing Powder. Mittlerweile gibt es ja ein neues Produkt, was auch so heißt und das finde ich sehr schön. Das war auch schon in meinem Ranking-Video drin. Und ja, das ist eben die alte Variante. Hatte ich auch mal als PR-Sample bekommen. Hat auch noch so ein bisschen Schimmer mit drin, was man aber auf den Wangen eigentlich nicht so sieht. Der Farbton ist mir aber einfach ein bisschen zu orangestichig. Den mochte ich noch nie so richtig gerne. Also so sehr grob aufgetragen mit so einem großen, fluffigen Pinsel funktioniert es schon. Aber ich habe halt einfach so viele Bronzer auch in meiner Sammlung. Ich muss auch mal was aussortieren und ja, der gefällt mir einfach nicht hundertprozentig. Und das letzte Produkt ist auch nochmal eine Lidschattenpalette von Kiko. Aus der Sicilian Notes LE, ich glaube aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr, eins von beiden. Und die Palette hat mir noch nie qualitativ gefallen. Also ich finde sie an sich von der Aufmachung sehr schön. Deswegen habe ich sie auch erst nicht aussortiert, sondern wollte sie nochmal testen mit so ein bisschen Abstand. Also bei Produkten, wo ich mir nicht so sicher bin, denen gebe ich meistens noch eine zweite Chance, weil es ist auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, ob man ein Produkt jetzt gut findet, ob es passt oder ob man genervt ist davon. Bei der Palette war ich einmal beide Male genervt, wo ich sie in meiner Schminkbox hatte, weil sie einfach qualitativ nicht so wirklich gut ist. Kiko kann bessere Lidschatten rausbringen. Das hier sind definitiv keine guten Lidschatten. Sie sind auch von der Textur her einfach zu trocken. Sie sind gar nicht so schlecht pigmentiert, aber ich finde sie, nein, alles in allem habe ich damit keine für mich schönen Looks rausbekommen. Das war alles immer so ein bisschen wischiwaschi, mir persönlich einfach zu langweilig und deswegen halte ich daran nicht mehr fest. Ja, das zu meinen aussortierten Produkten der letzten Monate. Es ist doch einiges zusammengekommen. Es ist immer noch nicht viel. Ich bin jetzt nicht die Meisterin im Aussortieren, aber es will ich auch gar nicht sein. Es ist diese mega Declutter-Serien, die einige hochladen. Ich kann es nicht so richtig verstehen, weil mein Herz hängt wirklich an meiner Sammlung und mir fällt es schwer, Sachen einfach so auszusortieren. Nö, nö. Ich habe mir die alle mal ausgesucht oder die meisten habe ich mir ausgesucht und selber gekauft aus einem guten Grund. Die mag ich. Ich habe Bezug zu dieser Sammlung, das ist meine größte Leidenschaft. Diese Make-up-Sammlung hier, ich beschäftige mich damit einfach super oft und gerne und deswegen fällt mir das Aussortieren immer so ein bisschen schwer. Aber manchmal muss es sein und ein bisschen was ist ja auch zusammengekommen. Gut, dann würde ich sagen, war es das zu diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinklickt. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage, macht's gut. Tschüssi.